Tag 2 beim Game of Switzerland. Ich bin hier auf dem Silsersee im Bündnerland. Auf diesem See fährt im Sommer das höchstgelegene Kurzschiff von Europa. Im Winter geht das nicht, wegen dieser dicken Eisschicht kommt man nicht ins Wasser. Wobei, es wäre eigentlich noch geil. Hat jemand einen Motor, sage ich? Was für ein Auftritt. Liebe Teams, ich habe euch eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass heute Abend zwei Teams ausscheiden. Wir können nur zwei mit ins Finale nehmen. Das macht es jetzt noch mal ein bisschen spannender. Ja, es bleibt wie nichts anderes übrig, als noch mal alles geben. Ich meine, alles andere wäre ja hohl. Die gute Nachricht ist, dass alle Morgenmuffel von euch schon in ganz wenigen Momenten hellwach werden sein. Geht doch einfach mal euch ein Badzeug anlegen. Als wir auf den zugefrorenen See gelaufen sind, bin ich mega nervös geworden. Ich habe wirklich halbe Panik bekommen. Und dann habe ich einfach nicht mehr geredet und gewartet. Das war ein schöner Moment. Jetzt habe ich schon eiskalt Füße, oder? Ich habe nur gedacht, es wird kalt. Ja, dort haben wir schon langsam den Verdacht gehabt, dass es. Was? Es könnte unter Eis gehen. Wieso hat sie so viele Badeenten? Wir spielen ein Quiz. Ihr seht, ihr habt fünf Entchen vor euch. Bei jeder richtigen Antwort von euch könnt ihr ein Entchen ins Wasser rühren. Wenn ihr kein Entchen mehr habt, dann kommt ihr zu mir, kommt das Kuvert über mit dem ersten Hinweis vom heutigen Tag und könnt gerade losgehen. Wenn eure Antwort falsch ist, kommt ihr ein zusätzliches Entchen über. Wenn ihr das nicht wollt, habt ihr zweimal die Möglichkeit, dass jemand vom Team ins Wasser geht und dann gibt es das Zusatzentchen nicht. Alles klar soweit? Es gibt einen extra Joker. Wenn ein Team von euch oder mehrere nur mit drei Entchen anfangen wollen, habt ihr jetzt die Möglichkeit, dass jemand vom Team für drei Sekunden ganz ins Wasser geht, dann fängt ihr nur mit drei Entchen an. Soweit alles klar? Dann könnt ihr jetzt diskutieren, ob ihr den extra Joker ziehen wollt und bereits jetzt zwei Entchen wegspielen. Wer macht du oder wie? Dann machen wir mal. Geht. Der Chef schaut 3 Sekunden. Die zwei Entchen, die werden definitiv eliminiert. Die gehen ins Wasser. Zur Sicherheit der Teams sind Profi-Eistaucher unter der 30 cm dicken Eisschicht für einen Notfall parat. Liebe Teams, ich muss von euch jetzt wissen, welches Team das den Extra-Joker zieht. Von allen Teams jemand. Grossartig. Team Blau darf sich parat machen. Du hast unser Team gerettet, mit dem du dich geopfert hast. Ich bin ein Warmduscher. Wow! Krass. Die ist hart im Namen. 21, 22. Gratulation. Wow. Hey, schön gemacht. Ich habe gewusst, dass mir das nichts ausmacht. 21, 22. Du kannst rauskommen, Katja. Eigentlich habe ich mich ein bisschen gefreut auf das, weil ich wusste, das finde ich nicht schlimm. Ich bin schwerstens beeindruckt von euch. Ich würde schreien, wie am Spieß. Es war eigentlich klar schon von Anfang, dass ich ins Wasser gehen würde. Spannend, dass überall zuerst der weibliche Part hineingeht. Es ist ein bisschen kalt, aber es geht noch. Also, wir fangen mit dem Quiz an. Bereit? Frage 1. Von was haben wir in der Schweiz am meisten? A. Unterschiedliche Münzen im Umlauf. B. Olympiamedaillengewinner und Gewinnerinnen 2022. C. Städte mit über 100'000 Einwohnern und Einwohnerinnen. Oder D. Swiss Music Awards vom Stress. Der Stress hat einfach mega viel von diesen scheiß Swiss Music Awards gewonnen. Jetzt muss ich eure Antwort haben. Team Grün. Alle haben B geschrieben. Medaillengewinnerinnen und Gewinner
hat es genau 15 gegeben. Und das ist die richtige Antwort. Jawohl! Wow! Zweite Frage. Wer war die erste Bundespräsidentin der Schweiz? A. Evelyn Widmer-Schlumpf. B. Micheline Galmiret. C. Elisabeth Kopp. Oder D. Ruth Dreifuss. Bundesrätin, habe ich gewusst, ist Kopp, dass sie sicher nicht Präsidentin war. Ich habe gewusst, sie ist die erste Bundesrätin. Sie ist die erste Bundesrätin und weil der Bundesratspräsident einfach jedes Jahr weitergeben wird, wird dann ihre Zeit schon kommen sein. Dass sie die erste Bundesrätin war, das habe ich gewusst. Und das haben alle gewusst. Eben. Genau. Und darum, und dann musst du einfach nicht reingehen, das ist noch wichtig. Aber ich bin nicht sicher. Jetzt muss ich von allen die Antwort haben. Fast jeder Buchstabe ist vertreten. Wir haben zweimal das C mit der Elisabeth Kopp. 1999 ist als erste Bundespräsidentin der Schweiz Ruth Dreifuss gewählt worden. D ist richtig. Ja, wo dann Team Gelb die zweite Frage richtig beantwortet hat, dann schießt es einem dann schon ein bisschen, weil man hat, eigentlich haben wir auch wollen Dreifuss nehmen, aber wir haben uns dann doch umentschieden und ja. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, wollt ihr ein zusätzliches Entli haben oder wird jemand vom Team Blau, Rot und Grün noch mal reingehen? Ich gehe noch mal rein. Mein Hals hat wehgetan, kurz vor Angina gehabt. Aber unter anderen Umständen wäre ich im Fall Eiswasser. Also, das sagst du mir jetzt? Ja. Okay. Sie geht in eine Yoga-Stellung. Schultern. Schultern noch rein. 21, 22 ist gut. Da musst du einfach durch. Du kannst nicht denken, es ist mir zu kalt oder es ist noch so klein oder so. Da musst du einfach durch. Da musst du einfach durch. Ja. 21, 22. Du kannst auch wieder rauskommen. Ich bin schwerstens beeindruckt von unseren Kandidatinnen und Kandidaten. 21. 22, du kannst raus von der Becke. Wir kommen zu der dritten Frage. Welche App ist eine Schweizer Erfindung? A. Pinterest. B. Doodle. C. PayPal. D. Tinder. Alle haben B geschrieben, Doodle. Der Gründer von Doodle ist Michael Neff. Er ist ETH-Absolvent, 2003 das erfunden. Die dürfen alle eins reinrühren. Wo man gewusst hat, Team Gelb hat jetzt alles richtig gehabt, dann hat man einfach gewusst, ja gut, dann fall bei der nächsten Frage müssen wir es einfach richtig haben oder wir gehen noch mal ins Wasser. Ja. Wo Team Gelb fertig war, hat es mich einfach angeschissen. Yay! Roland Mahling, Gratulation. Danke vielmals. Ihr könnt gerade losgehen. Super, go! Zu der vierten Frage. Was ist am längsten her? A. Die Schweizerische Nationalbank hebt den Euro-Mindestkurs auf. B. Luca Hänni vertritt die Schweiz am ESC. C. Lara Gut heiratet den Vallon Berami. Oder D. Die Eröffnung des Gotthard-Basistunnel. A oder B. Was ist denn das? Aber der Luca Hänni hat ihn von relativ früh. Das schon vor 15 Jahren länger. Ich muss jetzt eine Antwort haben. Wir haben drei verschiedene Antworten. Am längsten her ist die Aufhebung des Euro-Mindestkurs 2015. Grün hat richtig. Und darf das Kuvert holen. Gratulation. Gutes Rennen weiterhin. Danke. Team Gel hat sich bereits umgezogen und das erste Kuvert vom Tag aufgemacht. Das nächste Ziel befindet sich in einer Eishalle. Sie liegt in der Wohngemeinde einer berühmten Schweizer Persönlichkeit. Bringt die Buchstaben ihres Namens in die richtige Reihenfolge. Komm, wir müssen schnell schauen. Federer. Marlin hat sehr schnell herausgefunden, was für ein Name das ist. Er hat in der Lenzerheide eine Ferienwohnung, aber er wohnt nicht dort.
Ich meinte, Peter wohnt in der Ostschweiz, aber... Er wohnt, ja, ich habe nicht gemeint, er wohnt in der Ostschweiz. In der Wohngemein. Weißt du, das Internet-Joker, oder? Machen wir ihn? Ja. Jetzt müssen wir sicher sein, dass der Roger Federer dort effektiv auch wohnt und nicht nur einfach ferienhalber dort ist. Der Internet-Joker heisst, dass Teams für 3 Minuten dürfen das Handy brauchen und damit ins Internet oder jemandem anrufen. Und? Ja, wie kommst du, wo ist der Wohnsitz von Roger Federer? Ich habe 5 Sachen. Und was sagen Sie für? Dubai, Wollerau, Oberwil, Bottmingen und Watz, Oberwatz. Ich schaue erst, ob es in Watz eine Eishalle hat. Ja. Es wäre Eisfeld, eins zur Hellheit, kommt dort. Dann ist es schon das. Ja, also wir gehen sicher nicht bis auf Wollerau. Nein, und auch nicht bis auf Dubai. Das Ziel ist nämlich das Sportzentrum in der Lenzerheide. Komm. Und okay, das liegt in der Wohngemeinde von welcher Persönlichkeit nochmal? So viel E und R. Was? Federer. Gut, Federer hat in Valbella und in der Lenzerheide hat er ein Ferienhaus. Okay, klar. Mit der Valbella, Boris. Valbella. Ich wusste, dass er jetzt seinen Wohnsitz hat und dann ja los. Wohin wollen wir in die Lenz, oder? Dann gehen wir über den Julierpass. Während sich Team Grün auf die Jagd nach Team Gel macht, stecken die anderen Teams noch mitten im Quiz. Und haben mittlerweile noch je ein Entli zum Wegspielen. Welche Schweizer Band hat am wenigsten Mitglieder oder Mitgliederinnen? A. Yellow, B. Hecht, C. Gotthard oder D. Öst die Dritten? A war noch nie richtig. Wir nehmen A. Oder? Ja, du. Moll, A ist schon mal richtig. Ich nehme D, ist gut. Kann ich D? Nein, die sind ja etwa 6. Fünf. Ich muss jetzt eure Antwort haben. Beide haben A geschrieben. A ist Yellow. Und mit A haben beide Teams recht. Ich glaube, wenn wir Vierte geworden wären, hätte man echt gedacht, hey, genau, jetzt wieder die Letzte. Wir sind zwar auch so Letzte, aber nicht gerade Ultraletzte. Es hat echt noch nicht gut, dass wir mit den Ländern aufhören. Schau, hat es da vorne einen Menschen? Ja. Entschuldigung, wissen Sie, wo der Roger Federer daheim ist? In Valbella? Oh. Sind Sie sicher, dass er noch nicht in Rapi wohnt? Eben, Geld ist noch im Bau. Valbella, such Valbella auf der Karte. Valbella, such Valbella. Also der Roger Federer? Ja, Roger Federer. Such bist du gut Valbella. Such Valbella. Federer und Valbella. Da ist es so in den Medien breitgeschlagen worden immer. Aber ich weiß nicht, wo Valbella ist. Geradeaus. Sicher? Ja. Was? Ja, man muss nicht schreien. Wo? Anscheinend, sonst hörst du es nicht, glaube ich. Ich habe dir nicht gesehen, auf die Karte schauen. Nein, aber wohin müssen wir? Richtig Chur oder richtig Davos? Die Fahrten sind der grösste Stress und ich bin schon sehr hektisch bei diesen Fahrten und habe so Angst. Weil es kann einfach, wenn du am falschen Ort bist, kann es einfach schon schnell vorbei sein. Oben und... In Kirche. Vor der Kirche, Aurora. Vor der Kirche? Ja, Café Aurora. Hey, die Grünen sind vorbeigefahren. Hä? Wie ist das möglich? Das war Team Gelb. Hast du Team Gelb gesehen? Ja, da am Strassenrand. Aber jetzt gehen wir... Eben, die sind jetzt in der Lenz. Sie sagen, und du sagst, er wohnt in Valbella. Ja, ich habe es gemeint, ja. Ja. Auf der rechten Seite habe ich auf einmal das Team Gelb entdeckt, das wahrscheinlich angehalten hat, um zu fragen, wo ist die Eishalle? Vielen Dank! Jetzt haben wir die anderen wieder abgehängt. Ah, Team Gelb bügt ab da. Eben, siehst du? Grüezi wohl, wir sind vom Schweizer Fernsehen. Wir sind sie von hier in der Nähe. Wir suchen Valbella. Valbella. Hallo. Kennen Sie Valbella? Ortschaft Valbella. Ich mache Fürsche, Zeit läuft. Du kommst wirklich so in eine Fieber rein. Also ich komme wirklich in eine Fieber rein. Du hast dich halb angeschraubt, die armen Menschen. Und dann denke ich, eigentlich tut es mir mega leid für die. Die können gar nicht dafür, aber... Nein. Wo ist Valbella? Wo ist Valbella? Valbella. Lenzerheide. Und in Lenzerheide? Wo muss ich durch? Da oder da? Gut, da. Danke. Stimmt, Lenzerheide, wir dumme Sachen. Sportzentrum, rechts hinein.
Langsam, langsam. Ja, ja, ja. Ja, nicht so schnell. Es ist einfacher, wenn du. Da. Es ist einfacher, wenn du. Eishalle, da. Also, Scheiße, parkier doch einfach. Wo ist denn die Eishalle? Gerade da vorne. Ja, da ist da reinfahren. Also, dann fahr doch einfach dort rein. Ah, ja, ja. Okay. Vor euch liegt ein glattes Memory-Spiel. Genauer gesagt, ein Girling-Memory-Spiel. Auf dem Spielfeld sind 8 Kartenpaare unter dem Eis eingefroren. Die Karten, wo der gespielte Girling-Stein drauf liegen bleibt, darf man auf dem Spieltisch aufdecken. Gespielt werden abwechslungsweise 2 Steine. Sobald das Team ein Kartenpaar hat aufdecken konnte, ist die Aufgabe erfüllt. Unser Girling-Experte Hans kontrolliert, ob alle Regeln eingehalten werden. Ja, das tun wir nach dem Schnitt schneiden, so dass es nachher drauf ist. Falls Sie die heißes Gefühl haben, ja, das ist doch easy, das kann ich auch, dann meldet euch an für die nächste Staffel und beweist mir, dass ihr es besser könnt. Das sind Girlingsteine, ne? Muss ich jetzt einfach auf das Feld girlen, oder? Ja, und ich muss fesseln. Keine Ahnung, wenn ich muss girlen. Ja, einfach nicht zu fest und nicht zu weit. Scheiße, schon zu weit, hä? Oh, weniger fest. Warte. Stopp, stopp, stopp. Oh, jetzt kann ich das kehren, hä? Ja. Ah, Fridolin! Herrlich! Ah, so geil! Während Team Gel inzwischen auch angekommen ist, beweist Team Blau, dass sie richtige Unterländer sind. Oh mein Gott. Wie komme ich da auf die Autobahn zu der Lanzenheide? Wir sind uns Autobahnen gewöhnt. Es ist also, im Flachland nimmst du die Autobahn und fährst direkt dorthin, wo du musst. Und dann war es halt keine Autobahn, sondern der Julierpass, wo uns direkt in die Lenzerheide geführt hat. Eishalle. Wo? Eishalle, oh, links, Eishalle links. Links. Ja, links. Parkhaus mal. Eben. Gut. Komm. Anhängen. Gut. Stopp. 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 Dann können wir zweimal aufdecken. Ja. Komm jetzt da. Komm. Warte. Ja. Ich komme. Jetzt ganz fein, nicht zu fest. Ja. Fesseln, fesseln! Ja, viel zu fein! Ja! Du hättest mehr fesseln. Ja, da kann ich noch lange fesseln. Ja, sicher! Weißt du, kannst du da Dings rausholen mit fesseln? Nein, das ist wieder falsch. Ja, nein, kommt wahrscheinlich schon nicht so schlecht. Ich tue da mal ein bisschen. Putzen, putzen, putzen! Wille, Wille? Der zweite Wille. Von links, unten. Unterste Reihe. Der? Ja, von links unten. Zug. Der Kanton Zug. Gut. Als letztes ist auch Team Blau endlich auf dem Eisfeld und macht einen wahnsinnig eleganten Fall. Also, komm. Vor euch liegt ein glattes Memory. Spielt so lange Girlingsteine auf das Feld, bis ihr ein passendes Bildpaar abgedeckt habt. Wenn ihr bewusst oder unbewusst eine Karte aufdeckt, die nicht von einem Stein besetzt ist, gilt dies als Legerverstoß. Scheiße, nein, es ist nicht Fridolin, das ist der falsche. Dann ist es Malheur passiert, dass wir halt das falsche Kärtchen umgedrüllt haben. Das gibt jetzt 2 Minuten Strafe. Nein! Was, 2 Minuten Strafe? Es ist einfach blöd gelaufen und das hat mich dann schon ziemlich genervt. Ich habe ja dann ein Wappen gesehen, das ich nicht hätte gesehen und habe auch da eine Lösung gehabt. Logisch werden wir bestraft. So scheiße, Mann. Kack, ich habe es voll vergeilt. Das ist, wenn du so nervös wirst. Du musst nicht so nervös werden. Es ist lang. Die 2 Minuten kommen dir ewig vor, wenn du die musst so aushocken. Was willst du machen? Willst du... Ja, du zuerst werfen. Du hast gesagt, du werfen? Schon... Ja, also ich habe es einmal im Schuh. Okay. Ich habe eigentlich die ganze Zeit geschaut, ob wir irgendwie die Schuhe hätten sollen wechseln. Ich muss schauen, wie die das machen. Weil ich mich immer gefragt habe, wie kann man denn überhaupt mit den Schuhen auf dem Eis laufen? St. Gallen und Genf haben wir nicht. Welche sind es? Der? Ja, der ja. Mach mal auf. Graubünden und Glarus. Hast du dir das jetzt gerade gemerkt? Graubünden, Glarus, da ist Genf, ja. Glarus. St. Gallen, Genf, Luzern, Glarus. Du schaffst es. Oh, jetzt steuern.
Nein, nein, ist gut. Lach. Super, Papa. Bessere, bessere, bessere. Jetzt musst du bessere, bessere, bessere. Bessere, bessere, bessere. Im richtigen Moment hatte ich zwei gute Schüsse. Ja. Das war gut. Ja. Jetzt zum Hans. Was? Wir dürfen das Gute gehen. Danke schön. Ja. Ein Ei, Papi, ein goldenes Ei. Findet diesen Parkplatz. Der Parkplatz ist reserviert für den Dario Colonia, einen vierfachen Langlauf-Olympia-Goldgewinner. Mindestens genauso goldig wie seine Medaille, er strahlt das Alpengold-Hotel. Der außergewöhnliche Architektur und der Farbe verdankt auch seinen Spitznamen, das Goldige Ei. Sowohl das Langlaufzentrum Dario Colonia wie auch das Hotel befindet sich in Davos. Am nächsten Etappenziel für unsere Teams. Sorry, schnell, darf ich stören? Ja. Wissen Sie, wo der Parkplatz ist? Langlaufzentrum. Top. Alles sicher, sicher? Ja. Stark Dario Colonia, kann das sein? Dass ja, das ist cool, danke. Auch in der Lenzer Heid gibt es ein Langlaufzentrum. Aber die naheliegendste Lösung ist leider nicht immer die richtige. Team Grün ist noch nicht viel weiter. Achtung, geh ein bisschen weg, geh ein bisschen weg. Wo ich will, du musst mir sagen, wo du willst. Boris war ein bisschen nervös in dem Spiel, ist ein bisschen ungeduldig geworden, ja. Und ein bisschen. Ja. Ja. Nein, 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 nein. Mal sicher. Das kann passieren. Es ist zu viert. Wir haben Zug. Oder? Wir haben Zug. Der. Warte. Nein. Geh auf den zweiten jetzt. Bleib auf den Besen. Es ist zu wenig gewandt, jetzt müssen fester. So ist gut, so. Mehr ist nicht. Oh. Scheiße. Das ist schade. Einmal zu lang, zu kurz, nur falsches eine. Feld, wieder nur einen. Und ich habe echt gedacht, jetzt. Ich bin fast verzweifelt. Oh. Und hier. Nicht weiter. Weit, die oberste Reihe. Ja, der. Chur. Ja gut, Chur, Graubünden, ein Bärli müsste es sein. Den haben wir schon. Wisch, wisch! Ja, der ist. Er hat eben einen Elektrostabsauger daheim. Dann versuch den dort drüber zu stossen und dass der andere da hat. Ich soll jetzt den treffen? Ganz wenig, ja. Langsam hat das Team Grün auch gecheckt und weiss jetzt auch, wo das Bärli liegt. Nicht besseln. Nicht besseln. Jetzt stimmt's, oder? Jetzt kehren wir. Der, hä? Ja, und der oben dran. So. Hans, geht's gut erholen, oder? Hans, Hans! 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 Danke vielmals. Danke, tschüss. Nach 5 Kilometern kommt Team Gel am angeblichen Ziel an. Ah, oh, shit, Papa, ich glaube, es ist nicht richtig. Was steht denn da? Sieht nicht ganz richtig aus. Ganz vorne. Es sieht nicht richtig aus. Ist das aber überhaupt nicht so gewesen wie auf dem Bild? Da sind wir dann, aber haben wir Langläufer gefragt, die sogar einen Kurs gegeben haben. Und ich glaube, das ist echt die beste Ansprechperson für eine Langlauffrage, oder? Wo können das Sie das sein? In Davos. Das ist Davos, das ist der Parkplatz von Dario Colonna. Er hat ein Ei drin. Das goldige Ei! Das goldige Ei! Los. Davos! Davos! Dort sind sie am Trainieren, ja? Wir haben es ja gesehen. Logisch! Also. Das goldige Ei, Davos! Fahren wir auf Chur. Und dann unsere Strecke, die wir immer machen. Zwei Teams unterwegs, zwei im Kampf um den dritten Platz. Gib mir einfach den Besen. Wo tust du ihn? Ich versuche wieder auf das Erste. Oder nein, ich versuche mal ein bisschen weiter hindern. Dann steht der Schaden nicht im Weg. Das macht nicht so Sinn, finde ich. Aber ja. Wischen? Nein, der kommt da vielleicht. Bessele, bessele, bessele. Ah, Scheiße. Nichts wär's.
Nein, ich glaube nicht, Gottschalk. Perfekt. Wir haben sehr Glück gehabt beim Görli. Was ist? Wir haben ein Pärli. Ja, und jetzt? Jetzt ist fertig. Wir brauchen nur ein Pärli. Acht? Hans, wir haben ein Pärli. Dankeschön. Ab und zu braucht es Glück. Das stimmt. Ja. Kommst du mal hinein von hier? Da ist man echt auch wieder den Laden runter und denkt, bravo, Team Rot ist wieder Letzte. Der Hure St. Gallen. Wir sind ja St. Gallen. Ja. St. Gallen, St. Gallen. Wir haben es. Danke, danke, danke. Sind Sie von da? Ja. Wissen Sie, wo das ist? Oder wissen Sie, wo der Dario Colonia ist? Dario Colonia. Also, das ist einfach sein Parkplatz. Davos? Okay, dann ist sicher in Davos. Also, es war mir einfach zu wenig genau. Sie hat einfach gesagt, Dario Colonia wohnt in Davos. Nein, ich weiss im Fall auch nicht weiter. Ich habe keinen Plan. Dann haben wir gedacht, bevor wir in eine falsche Richtung fahren, gehen wir lieber mal fragen. Wie heisst das Gebäude? Anlaufzentrum. Okay. Davos. Okay, danke. Danke vielmals. Wir haben uns dann entschieden, Davos ist der beste Hinweis, den wir haben. Ja. Ei. Also, ihr sagt mir nichts. Goldiges Ei. Goldiges Ei! Das ist Davos, hat sich so ein goldiges Ei. Ich hätte Dario Colonia nicht zusammenhängen können. Ist der von hier oder was hat der für eine Rolle, die der spielt in diesem Ei? Der Colonia im Ei? Vielleicht ein guter Moment für einen Internet-Joker. Schau hier, Alpengold Hotel. Davos, ja, wir gehen. Es werden nicht die Spech. Wenn es nicht stimmt, die Spech, wir gehen. Müssen wir retour? Nein, es ist gut. Unten durch bist du schneller. So. Eben, tiefer Kastell. Team Rot scheint den richtigen Weg zu kennen. Etwas, das man nicht von allen Teams behaupten kann. Wo biegen wir nach Davos ab? Wo? Eben, das vor Chur für... oder nach Chur? Das kann ich dir hier bei der Karte. Wo? Du siehst das. Wir haben einen fatalen Fehler gemacht. Wir fahren von hier mal Ems auf Chur rein. Jetzt siehst du doch, wo, in welche Richtung Davos ist. Nicht Richtung Chur Nord. Also nicht Richtung Zürich. Ich komme aber jetzt noch Richtung Zürich, sonst fahre ich wieder in die gleiche Richtung. Ja, dann fahrst du dort runter. Kannst bitte gehen. Jetzt bremst du. Es hat keinen Fuß. Kannst bitte gehen. Nein, auf Google. Nein. Es ist nur um 28 Grad. 27. Kannst bitte auf die Seite. Ja, aber du siehst doch, wo der Ort ist. Ich sage das tausendste Mal Malades. Malades gibt es nicht auf der Autobahn. Existiert nicht. Dann habe ich es nochmal und nochmal angeschaut und dachte, es geht ja gar nicht. Okay, dann müssen wir den Weg. Großen Umweg machen. Landquart. So viel mal zu Davos gewesen, das ist ja nicht möglich. Ey. Ja, ich habe das einfach falsch gemacht. Ich bin vielleicht so, ja, lag da, kommt da. Das, ja, das hat uns dann, wir haben dort beide gemerkt, jetzt wird es wirklich eng. Weil, wenn du weißt, es gibt nicht mehr viele Spiele nachher, eins oder zwei, dann wird es schwer, oder, um dann die Zeit aufzuholen. Der Umweg von Team Grün kostet unheimlich Zeit und spült sie am Schluss von der aktuellen Rangliste. Wisst ihr, was das ist oder wo das Langlaufzentrum ist? Einfach die Straße, alles geradeaus, bis der nächste Bahnübergang kommt. Okay, sieht es so aus dort, weißt du das? Ja. Sieht so das Langlaufzentrum aus? Ja. Okay, cool. Straße runter und dann Unterführung durch. Ja. Hey, sind super, danke. Ich bin schon wieder am Anschlag. Ja, schnuppern. Excuse. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Okay, Fred. Entschuldigung. Das Langlaufzentrum, wo ist das? Ja, aber ich frage mich, ob du da nicht durchfahren kannst. Ich bin ziemlich sicher, dass du da nicht durchfahren kannst. Du kannst auch noch fünfmal fragen. Und ich weiss es. Du musst es nicht zicken. Ich habe nur gefragt. Jetzt fahrst du einfach mal ganz weit vorne und dann da darfst du nicht durchfahren. Er hat gesagt, gerade ja, dann musst du jetzt halt rechts. Oder links. Wow, Scheiße. Rechts, komm, mach rechts. Mach rechts, rechts, doch. Komm, ich bitte dich, ich flehe dich an. Ich flehe dich an. Das ist jetzt einfach intuitiv. Okay, warte schon. Du intuitiv? Das ist die rechte Seite der Straße. Ja, ich bin jetzt hässig. Und dann ist mir zum Glück noch ein Grund eingefallen, zum rechts zu gehen. Das ist die rechte Seite der Straße. Es ist nicht links, er hat gesagt rechts. Wir sind vom Schweizer Fernsehen. Hallo. Die nächste Kreuzung eigentlich rechts. Perfekt. Sie sind die Besten. Sie sind die Besten. Danke vielmals. Da vorne ist es. Yes. Gang auf Colonias Parkplatz. Yes. Langlaufzentrum Dario Colonia. Unser Kuvert ist da. Gang auf seinen Parkplatz. Ich glaube, das dürfen wir jetzt schon machen. Hey, vier Kuvert. Ich denke, geil. Es sind nur vier. Was steht da? Okay.
Gratuliere, ihr habt das Davoser Langlauf-Mekka erreicht. Was entsprechend kommt, ist klar. Schnallt euch die bereitgestellten Skating-Ski an und macht euch auf zum nächsten Zwischenziel. Und das liegt am Fuss vom Bolden. Da, wo man 1934 den ersten Bügellift der Welt in Betrieb genommen hat. Und sich seither unzählige Menschen mit Ski- und Schlittenfahren vergnügen. Früher auch auf dem sogenannten Hornschlitten, ein wichtiges Transportmittel für Bergtouren, wie im Eddy, der mit mir zusammen geduldig auf Teams wartet. Eddy, hure geiler Schlitten hast du hier. Ja, ist halt ein altes Modell. Was hat er für einen Jahrgang? Ja, 1874, so was. 1874? Ja. Gleich alt wie du? Nein, hey. Also geil. Los jetzt mal. Das kann nicht jeder fahren. Nein, ich hab schon nicht, aber früher sind wir alle gefahren mit denen, weißt du? Wärst du so lieb, würdest du mich ins Ziel vom heutigen Tag fahren? Ja, kann ich machen. Im Notfall. Wenn du Mut hast. Ja. Ein bisschen Schiss habe ich schon, he? Ja, dann haben wir noch Schnupfen. Ja. Ja, dann geht das schon. Ja, ja. Mut an Schnupfen. Ja. Ja, geil, sieh. Uns geht's nie mies. Ja, das ist richtig. Ja, dann wird aufhocken. Ja. Ist das gut? Ja, das ist super. Da läuft, glaube ich, nicht mehr. Bis jetzt ist es gar noch nie so schnell. Nein. Da kommt schon, noch keine Angst. Jetzt, es kommt. Ja, ja. Jetzt, es war ein. Ja, jetzt lass noch zedern. Ja. Der Hornschlitten wird gleich noch eine wichtige Rolle spielen. Schau so, einbeinig. Und raus. Und raus. Und raus. Aber zuerst müssen sich Teams auf den schmalen Skating-Ski beweisen und den Wolken finden. Ja, shit, das ist nicht einfach, Mann. Langlauf ist nicht jetzt meine Spezialität. Ich bin noch nie mehr über Langlauf gelaufen, seit 40 Jahren. Siehst du das Holzhaus irgendwo? Da. Super, perfekt. Langlauf heisst das. Aha. Schnallt euch die bereitgestellten Skating-Langlauf-Ski an und macht euch auf zum nächsten Zwischenziel. Ich dachte, das ist nicht euer Ernst, dass es jetzt noch weitergeht. Noch nie im Leben auf so Ski gestanden, du auch nicht. Nein, langsam. Ich bin etwa dreimal umgekehrt. Nein, das ist Kacke. Leg den Schuh easy, ich komme. Ist gut. Noch weiter. Ist gut. Aber ich war ein bisschen motiviert, weil ich dachte, hey, ich glaube, weil wir gesehen beim Ankommen, es ist erst ein Team dort. Also wir dürften wir auf zweiten Platz sein. Andere freuen sich sogar über Platz 3. Also ich hatte eine scheiß Freude. Und ich dachte so, ja, das ist es, geil. Mhm. Und dann habe ich gesehen, Langlauf, nein, das ist es nicht. Nicht geil. Schnallt euch die bereitgestellten Ski an und macht euch zum nächsten Zwischenziel. Ich bin noch nie auf so Langlauf-Ski gestanden. Sorry, ich kann doch nicht steuern. Ich bin an meiner Kuh, Alina. Jetzt musst du Geduld mit mir haben. Ich meine. Dann ist ja alles gut. Geduld ist bekanntlich der Alina ihre Stärke. Lady, nicht da rein! Ja, ich probiere es! Als du weg warst, bin ich so häufig auf die Schnauze gefallen. Ich weiss, ich musste warten. Das Lustige war, dass ich seine Stirnlampe sah. Und ich habe immer gesehen, wie die wieder drin ist. Team Gell hat die Loipe inzwischen verloren und kommt als Erstes am Bolgen an. Wo sie das letzte und entscheidende Spiel vom Tag erwartet. Und das hat es in sich. Mit dem Hornschlitten müssen unsere Teams steil bergauf zu den ersten zwei Heudepots. Zum dritten geht es den Berg ab. Bei jedem müssen sie einen Heuballen aufladen. Die ersten zwei Teams, die heil und mit drei Heuballen beladen bei mir unten am Tagesziel ankommen, sind im grossen Finale vom Game of Switzerland. Allzu schnell. Nein, wir machen jetzt konstant, wir verlieren keine Strohballen, aber nicht allzu schnell. Ich weiss auch nicht, ob man gerade hochkadern muss, wir machen zickzack. Wie kannst du denn hinten stossen? Ich kann nicht mehr hin. Inzwischen hat auch Team Grünstrasse verloren und ist auf den Loipen unterwegs. Also,
Ich bin dort drauf, bin auf, das, auf die Startlinie und fand, ah, eigentlich bin ich jetzt noch relativ gut für gekommen. Ich dachte, ja, ich gehe vorher schon etwa fünfmal um, aber das ist dann gut gegangen. Und dann habe ich ein paar Meter gemacht und dann hat es mich schon einmal auf den Latz gehauen. Dann habe ich gedacht, okay, Kurve machen ist wirklich schwierig. Einfach schön breit, nicht schmal. Super. Ich habe gedacht, hinter uns darf niemand mehr kommen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt so gut sind. Endlich auf dem letzten Platz, mal auf dem zweiten. Wir sind wirklich immer Letzte. Team Gel nähert sich schon der ersten Heuballenstation. Jetzt heisst es aufladen. Dort wird es noch steil. Wir nach raus und rüber. Muss ja nicht kehren, muss ja nicht kehren. Und was? So hebe ich dich gerne gut. Das Wickeln magst du nicht. Ja, so der erste Moment, wo wir den Schlitten dann haben müssen packen und sind wir noch sogar ein bisschen gesprungen. Du bist noch voller Mut. Dann denkst du, ah, das ist noch easy. Ja, so flach war kein Problem gewesen. Schön langsam. Überkomm. Je steiler es wird, je mehr drückt ihr logisch, ja, den Schlitten zurück. Je strenger wird es, um den zu heben. Ja. Du rutschst mit diesen Schuhen. Warte, ich gehe auf die andere Seite für die Kurve. Schätze ich schlimmer. Es ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie easy das war. Man musste voll schauen, die Füße reinschlagen. Oh, ich... Wenn du eins schlieferst, aufhören zu schliefern, ist nicht so einfach. Ja, ja, das ist mit dem Schlitten kannst, wenn du zu Fuß aufgehst, mit dem ganzen Schlitten wieder ab, wenn du einen Schuh umgehst. Ja. Du musst beim Schuhwallen bleiben. Papi, du musst wieder nicht schliefern. Gut. Wichtiger. Also, ich gehe wieder vorne. Ja. Ja. Oh, gut so, hä? Super so. Oh, oh, die anderen sind gleich beim ersten. Ja. Aber der Rot ist gleich beim Erste. Du hast den Schlitten kehren. Heben, heben! Was ich muss sagen, ich habe dann immer ein bisschen zurückgeschaut. Und ich habe gesehen, unten es ist noch kein Team gestartet. Und da hat mir schon auch noch ein bisschen Motivation gegeben. Und ich dachte, yes, Mann. Weil ich weiss, da oben das ist echt, nicht. Echt ein Fick. Du kannst schon bei der Sache bleiben. Die anderen haben wir schon, ja. Team Blau ist auch auf der Strecke. Sie müssen aber pressieren, wenn sie noch eine Chance haben wollen. Als wir eben beim Schlitten angekommen sind, wir haben schon gesehen, die sind schon so weit oben. Die einholen wird extrem schwierig. Mittlerweile konnte auch das Team Grün aufschliessen. Vier Teams sind also auf der Piste, aber nur zwei werden es ins Finale schaffen. So. Und jetzt ist es so wichtig, langsam. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil, wenn man zuvor ist. Oder? Mhm. Weil wir haben, im schlimmsten Fall hat man auch noch ein Risiko eingehen, dass die anderen einen überholen. Halt, halt! Ich mag nicht mehr. Ich mag wirklich nicht mehr. Gut, hä? Nicht viel, Liebe. Langsam. Schatz, Scheiße, beruhig. Ich habe versucht, zu beruhigen und aufs Schnaufen zu fokussieren, aber noch gesagt, hey, Klappe! Nein, lass mich einfach in Ruhe, lass mich einfach in Ruhe. Ich schnaufe. Alles gut, beruhig. Ich habe mit meiner ganzen Kraft gebremst. Meine Oberschenkel haben gebrannt, wie noch nie. Ich kann noch ein laufen. Aber schau, dass wir nicht kippen. So. Wir mussten auch den Schlitten um- und asymmetrisch heben, weil der eine halbe Halle viel grösser war. Jetzt bremsen. Ja, kommt gut in dich. Hey, top! So, jetzt nächste Ball drauf. Magst du klüpfen?
Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt geht es nur noch runter. Und dann hast du das Gefühl, ah, das ist ja easy. Strohballen drauf und dann los. Und nicht Gas geben. Nein, ich gebe nicht Gas, ich bremse. Schräg, wie ein Doppel. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Aber ist so einfach der Ring. Aber Satan ist schwierig. Es war steil. Also, wir hatten fast Angst, wenn du runterbohrst. Und du hast auch. Und wenn die Strohballen verlierst, ja, dann hast du verloren. Dann musst du wieder den ganzen Eichel holen. Ich hebe ja. Du musst keine Angst haben. Was sagst du? Du bist hinten, du kommst nicht runter. So, lass aus, ich komme schon drin. Nein, jetzt wollte ich noch. Nachher können wir sie. Hol euch jetzt. Lauf. Gut. Jetzt kannst du. Sause? Langsam dran, los, aber nicht viel. So immer noch ein bisschen. Ja, jetzt immer weniger. Woo! 1000! Und nicht? Juhu! Gut. Yeah! Gut, Brems lösen. Alles Brems lösen, nicht mehr bremsen. Brems lösen? Ja, alles lösen. Ich kann das schlecht lösen, mein ganzer Körper ist am Boden. Ach, hier, komm! Willem, gell, du? Ist doch egal. Ronan, Malin, herzliche Gratulation. Ich bin beeindruckt. Du machst es gut. Nach dem herausfordernden Tag gestern sind ihr heute Tagessieger. Gewinnen 2000 Franken. Okay. Und mindestens so wichtig, ihr seid morgen im Finale. Ja, wichtiger. Yes! Man macht Sachen, die man sonst gar nicht die Chance hat zu machen. Oder? Es ist wirklich verrückt. Und das ist eigentlich wunderbar, dass wir diese Chance haben. Das ist eigentlich das, was uns auch motiviert, überhaupt auch mitzumachen. Und umso länger dass wir dabei sind, umso mehr machen wir noch ein paar Sachen, die wir und wir sonst gar nie die Chance haben, im Leben das zu machen. Ja. Ja. Oh. Oder weißt du was? Nein. Sitz an, wir fahren. Wir fahren. Wir fahren und wir heben die Dinger. Ich heb. Hocke mal an. So, heb ich's. Gut. Oh, nein, nein, nein! So ist gut. Ich kann nicht. Nein. Komm, Schatz! Schatz! Nein, was machst du denn? Ich habe Angst, sorry. Mach nicht, schnell. Hinter. Schön okay, langsam. Wir gehen hinter sie. Schatz! Schatz, ich hocke da zwischen dem Schlitten verfickt. Steh auf! Nein, jetzt müssen wir doch zuerst mal den Schlitten verfickt. Also, kehr abwärts. Ich hebe. Das ist wahnsinnig so. Komm. Ich heb ja. Ich keine Angst haben. Oh, schön langsam. Das ist eine grosse Hilfe. Du musst keine Angst haben. Wieso rufst du immer, ich habe Angst, ich habe Angst? Ich habe echt Angst. Du musst dann dir irgendeine Lösung suchen und dich so klein machen wie möglich und denken, es kommt schon gut, es kommt schon gut, es kommt schon gut. Genau. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Nein, Schatz, Mann. Ja, ist gut. Fuck, Mann, bist du wahnsinnig? Ja, ist gut. Sorry. Nein! Komm auf, Sieger, Säckle! Gefährlich! Scheiße! Pascal, Katja, ihr seid heute nach dem ersten Spiel mit der letzten gestartet. Und jetzt sind ihr als zweite da. Ihr dürft feiern, ihr habt gekämpft. Es war spektakulär und gefährlich, durch das Loch ab. Aber ihr seid morgen dabei im Finale. Gratulation für das. Danke. Gratulation. Haben wir es gehockt? Und am Schluss sagt der Johnny, hey, wir sind im Finale. Und ich habe gedacht, fährst du mich jetzt? Ich habe es nicht geglaubt. Wir sind ja wirklich nicht so gut. Rebecca und Boris, brutal. Gestern waren sie Tagessieger. Und heute hat es nicht mehr gelangt. Das ist brutal. Danke vielmals, dass ihr dabei wart. Danke, dass wir euch kennenlernen durften. Danke vielmals. Und trotzdem Gratulation für das harte Rennen, wo ihr fast alles super prestiert habt. Super, danke, Johnny. Merci. Wir waren immer so erste, zweite heute. Und das hat gelangt, um ins Finale zu kommen. Und am Schluss
lange zwar geheim Rang nicht und sind enttäuscht. Ja, das gehört dazu. Wäre ja komisch, wenn wir es nicht wären, ehrlich gesagt. Ja, es ist enttäuschend, ich weiss. Sympathieträger Team Blau ist jetzt draußen. Ihr dürft wegschalten. Ich gebe zurück zum Johnny. Also wir gehen definitiv wieder nur als Freunde. Ja, ja. Also, aber an dem haben wir nichts. Wir sind an dem gewachsen. Unsere Freundschaft ist stärker geworden durch das. Oh shit! Janina! Ja, okay, komm schon mal, ich komme. Also, ich glaube, ich habe allen zweifelt in diesen zwei Tagen in diesem Game, aber kein einziges Mal, dass wir da hässig auseinander heigen. Das nicht, nein. An dem hast du nicht zweifelt? Nein, nie. Du hast nie daran gezweifelt, dass wir hässig auseinander gehen. Habe ich nicht so gemeint. Teams haben mega abgeliefert. Jetzt musst du abliefern. Zum Beispiel mit einem Daumen rauf. Oder schreib in den Kommentaren, was dir gefallen hat und was nicht. Wenn ihr mir etwas verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke, unseren Kanal abonnieren und dann geht es direkt weiter mit Game of Switzerland.